Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Detroit Become Human. Ja, liebe Freunde, wie ihr seht, der Ruckel ist nicht unter die Künstler gegangen. Die Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen werde ich heute und auch in den nächsten Folgen etwas leiser sprechen. Freunde, letzte Folge haben wir Connor verloren. Das ist sehr tragisch, aber wir müssen weitermachen, Freunde. Wir haben noch andere Hauptcharaktere und ich muss auch sagen, so cool ich Connor auch finde, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass zumindest bis jetzt es nur Connor erwischt hat. Denn stellt euch mal vor, Marcus hätte es erwischt, dann gäbe es vielleicht keine Revolution, keinen Aufstand. Oder Kara, was wird dann aus Alice? Können wir Luther vertrauen? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr traurig, liebe Freunde. Und an dieser Stelle sei auch noch gesagt, muss ich wieder ein bisschen Werbung machen, Freunde, es läuft gerade Tomb Raider Remastered. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut, denn Detroit Become Human geht so langsam dem Ende entgegen. Und falls ihr euch da noch ein bisschen die Zeit vertreiben wollt, dann schaut gerne bei Lara Croft vorbei. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt mit Rose, Alice und Luther und versuchen, über die Grenze zu kommen. Ehrlich gesagt, ich habe mir schon manchmal ein gedacht. Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Ich will gar nicht weiter. Zeit sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Aber auch noch Geld. Adresse. Er wird euch verstecken. Bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Ich will nicht weiterspielen, Freunde. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Das war schon schlimm mit Connor. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Kara... Dieser verdammte Quicktime, ey. Ich bin das so oft noch durchgegangen, diese Szene mit Connor. Vielleicht hätte es schon gereicht, wenn ich einen anderen Knopf noch richtig gedrückt hätte. Vielleicht hätte das schon gereicht. Pat? Das ist jetzt ein neuer Connor oder was? Aber warum weiß er denn von Jericho? Also der neue Connor. Wird bestimmt noch erklärt, Freunde. Also irgendwie, ich freue mich gerade voll, Freunde. Ort für Alice. Freunde, ab jetzt gucke ich mich wirklich ganz genau in der Gegend um. Ne? Immer wenn ich rechts klicke, ist das Spiel pausiert und ich habe Zeit, mich umzugucken. Rein ist eine Tonne. Ich freue mich gerade mega. Aber das ist ja nicht unser Connor. Aber
würde jetzt zum Beispiel Alice sterben, dann würden wir ja keine neue Alice spielen, oder? Unser Zeichen. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Finde den Abweichler. Nein, warte. Das ist ein neuer Connor. Aber er ist kein Abweichler. Er versucht das Ganze ja jetzt aufzuhalten. Kann ich trotzdem noch für ihn entscheiden? Oder muss ich jetzt zusehen, da unser Connor gestorben ist, wie er das Ganze aufhält? Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Kann trotzdem noch eine Revolution stattfinden? Alter. Es ist... In der ganzen Stadt gibt es Razzien. An der Woodward Avenue haben sie Androiden aufgehängt. Wird zwischen Rache und einem Dialog mit den Menschen wählen müssen. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Aber ich war doch friedlich. An das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Antarktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Ich bin angespannt, Freunde. Ich hoffe, wir können noch alles zum Guten wenden. Ich hoffe es so sehr. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben, doch es ist gut möglich, dass... Aber ich hoffe, ich kann trotzdem noch für Connor entscheiden. Ich hoffe es echt. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Damit ist eine neue Sprengstoff im Frachter. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen... Finde Marcus. Ich bin kampfbereit.
Da hinten anscheinend. Boah, Freunde. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Die Androiden haben nichts getan. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die Amerikaner aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär. Es breitet sich aus, liebe Freunde. Die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für die Menschen gebannt zu sein. Da ist noch ein Luther. Und noch ein Simon. Und noch ein Simon. Hier nur nochmal komplett rum, Freunde. Ich will nicht weitermachen. Können wir nicht hier einfach leben in Jericho? Ist doch schön. Alle sind gut drauf. Aber wo ist jetzt Connor? Connor ist jetzt mit Lucy mitgegangen oder was? Kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Alice ist ein Android.
Also ich muss sagen, als Alice hatte ja ganz am Anfang vom Spiel einen Satz gesagt. Ich wollte unbedingt sein wie die anderen Mädchen. Und das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Und dann habe ich auch gedacht, okay, aber es könnte ja auch einfach heißen, ich bin nicht normal. Ne? Weil als Luther dann gesagt hat, ist dir an Alice nicht irgendwas aufgefallen. Aber das jetzt nochmal so direkt zu sehen, ich meine, es ist so krass, dass die Androiden einfach komplett immer gleich aussehen. Aber natürlich ist es egal, Freunde. Ob sie ein Mensch ist oder ein Android, das spielt überhaupt keine Rolle. Im Kontext des Spiels gesehen spielt das keine Rolle. Ich werde am Ende, wahrscheinlich wenn die Credits kommen, ein bisschen über das Spiel nochmal reden. Und das auch nochmal ansprechen. Es wäre so schön, wenn jetzt nur noch Story kommen würde. Keine Quicktimes mehr, keine krassen Entscheidungen, aber ich glaube... Kara, stimmt irgendwas nicht? Natürlich, also da gibt es nur eine Sache, Freunde. Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Gericht. Wir konnten das nicht einfach hinnehmen. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Konfrontation, Dialog, verborgen bleiben. Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein. Und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Nee. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. EQ, EQ, EWASD. WASD. Komm einfach zurück. SD. Ich versuch's. Ich versuch's, Leute. Wir müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören Sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten.
Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Das heißt nicht, dass ich... Wir müssen ihn nie nutzen. Genau. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich... froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ich kann Connor steuern. Ich muss das nicht tun. Halte Marcus auf. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Alter, mein Herz. Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas... in dir wäre? Komm schon, Connor. Mehr als dein Programm. Entscheide dich jetzt. Brich aus. Halte Marcus auf. Aber ich will nicht. Ich will ihn nicht aufhalten.
Wieso? Wie halte Marcus auf? Ich will ihn nicht aufhalten. Was heißt das, halte Marcus auf? Ich werde jetzt zum Abweichler, oder? Ich kann ja nichts anderes machen. Ich muss das machen. Sie werden Jericho angreifen. Was? Oh oh. Oh oh. Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Wir haben in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Der Korridor da drüben! Los, mir nach! Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell! Oh nein. Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Nachricht. Ich hab's freigeschaltet, ich probier's. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Sam und Josh Helikopter Jericho sprengen. Boah. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf.
Sie stirbt da draußen, Kara. Mach auf! Mach die Tür auf! Oh. Da sind noch mehr! Folgt mir! Ja, ich hätte warten sollen, ich Idiot! Oder? Lauf, 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 lauf! Abreißen, go, go! Na los, wir verschwinden von hier. Ich bleib aber sowas von liegen. Ich will nicht aufstehen. Vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Ja.
Ist gut. Ja, ist gut. Spiel. Bitte. Lauf, 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 lauf! Nein, nein, Spiel! Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Lauft! Da drüben! Lauft! Das Spiel ist... Das Spiel! Fuck! Lauf, bitte, lauf! Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Ist Wahnsinn, wie cool ich geblieben bin. Freunde, Marcus ist mit seinen Leuten geflohen. Und es waren alle dabei. Simon, Josh, North, Connor. Connor 71%, North springt mit ihm 81%. Josh springt mit ihm 86% und darauf bin ich ein wenig stolz. Simon springt mit ihm 54%. Okay, ja Leute, ihr seid auch voll krass. Das ist ja der, das ist ja das, also das... Das will ich nochmal ganz kurz durchgehen. Das will ich jetzt wirklich nochmal durchgehen. Kapitänskabine. Mit Simon, Josh und North beraten. 58%. Mit North diskutieren. North küssen 75%. Haben die meisten. North lässt Marcus allein. Connor sieht, dass North geht. Jericho wird angegriffen. Im Korridor mit Marcus 92%. Dein Team treffen. Versuche zu fliehen. Lucy treffen 92%, Marcus im Korridor 92%, eingreifen 74%. Okay, das haben wirklich auch die meisten gemacht, wahrscheinlich immer eingegriffen.
Um Soldaten kümmern, Androiden entkommen. Weiter zum nächsten Korridor, Soldaten kommen in Markes Richtung. Wegklettern, 61%. In einen Schacht klettern. Androiden werden von Soldaten gejagt, 55%. Soldaten K.O. schlagen, Androiden entkommen. Dem Frachtraum nähern, Josh kämpft gegen einen Soldaten. Eingreifen, 90%. Soldaten töten. Josh entkommt. Im Frachtraum mit Marcus 92%. Den alten Maschinenkontrollraum betreten. Unterbrechung durch Soldaten, sie ausschalten. 75%. Countdown auslösen. Im Korridor mit Marcus zu den anderen gehen, versuchen zu fliehen. North wird angeschossen. Und von den 89% haben 7% sich entschieden, North zu opfern, da zu lassen, zurückzulassen. North retten 81%, Connor schützt Marcus und North, Soldaten töten 66%. Marcus springt und es waren alle dabei. Das ist doch das beste Ende für dieses Kapitel, oder? Das ist doch wirklich das beste Ende. Es sind alle da. So, Connor, was ich mich jetzt so ein bisschen frage ist, hat das Spiel, also wir waren ja mit Connor eh auf der Suche nach Jericho. Connor wurde zwar erschossen, aber war das nicht gut für die Jericho-Mission eigentlich? Und dass wir jetzt einen neuen Connor bekommen haben, ist das vom Spiel einfach... Ich nehme an, das passiert immer. Ne? Das liegt nicht an meinen Entscheidungen. Ich nehme an, das passiert immer, egal wenn... Also ich denke mal, jedes Mal, wenn Connor stirbt, gibt es einen neuen Connor. Aber dann frage ich mich, welchen Sinn das hat, dass Connor überhaupt sterben kann. Weil... Oder gerade... Also... Ich meine, was ist das? Das ist jetzt ein neuer Connor. Ein neuer Connor, der beauftragt wurde... Jericho ausfindig zu machen. Wir haben trotzdem geschafft, ihn zum Abweichler zu bekommen. Ich meine, ich bin froh. Ich finde das gut, aber das Spiel kann mir doch nicht einfach so einen neuen Connor geben. Das Spiel kann mir doch nicht kostenlos Seelenheil verschaffen. Nicht dieses Spiel. Kara entdecken, 65%. Sprengstoff entdecken, 69%. Habe ich ganz viel übersehen. Lucy getroffen, zurück in der Kapitänskabine. 92%. Kapitänskabine betreten, Marcus bedrohen, Marcus konfrontieren, Abweichler werden. Nur 76% von 92? Marcus warnen, Jericho wird angegriffen. So, aber ich weiß nicht, was das jetzt, also, warum jetzt hier nichts ist. Und hier auch nichts? Also warum geht's hier nicht weiter? Ach, hier. Okay, ich habe das alles umgangen. Okay. Damn. Wahrscheinlich mit dem alten Connor hätten wir das hier erlebt. Guckt euch mal, Freunde, guckt mal, wie oft, ich beiß mir so in den Arsch, wie oft hatten wir jetzt in dieser Folge Quicktime? Und ich habe zweimal verkackt, zwei Knöpfe daneben. Ich weiß nicht warum. Aber beim letzten Mal mit Connor war es einfach wirklich so, ich hatte die Finger überhaupt nicht an WASD und so. Ich hatte die ganz woanders und dann musste ich so umswitchen und gucken erstmal und da war es schon geschehen. Connor schließt sich den anderen an, Marcus helfen. Connor springt mit den anderen. Connor ist mit den Jericho-Leuten entkommen. Und jetzt können wir noch Karas Weg gucken. Freunde, es wäre so schön, wenn das die letzte krasse Herausforderung wäre, wenn das jetzt bedeutet, dass es alle geschafft haben. Hinausschauen, 96%, Radiosender wechseln, Zeit zum Abschied, haben wir alles gemacht. Marcus treffen, 93%, zu Alice zurückgehen, zu Alice gehen, Alice umarmen, 93%. Kara und Alice im Korridor. Mit Luther fliehen, Luther öffnet die Tür, durch die Tür gehen.
Luther wird erschossen? Ach so, okay, aber wir okay. Alter, ich dachte gerade, weil eigentlich lebt er ja noch, oder? Zu Luther laufen, Luther helfen, Luther in Sicherheit bringen. Haben auch so ziemlich die meisten gemacht. Luther im Versteck lassen. Aber hier auch 13% haben Luther nicht geholfen. Das ohne Wertung jetzt, ne? Kann ich verstehen, ey. Ich war auch nervös. Es mag. Soldaten blockieren den Weg, verstecken. Android sucht Schutz. Tür öffnen. Android tritt ein und wird erschossen. Wehren. Aus der Kabine fliehen. Kara flieht. 90%. Versuchen zu fliehen. Durchgang beinahe erreichen. Soldaten schießen auf Menge. Totstellen. Totstellen haben nur 57% gemacht. Man hätte sich natürlich auch ergeben können, aber da dachte ich, nee, ich habe mich schon mal ergeben, als wir auf der Straße standen. Totstellen. Boah, und ich dachte, weil Alice so die Augen bewegt hat, dachte ich, der Soldat sieht das. Soldaten kommen näher, stillhalten. Jericho verlassen. Kara und Alice sind von Jericho entkommen. 75%. Auch nicht alle. Aber es gibt ja nur das Ende. Also haben die das nicht in dieser Mission verkackt, sondern Alice und Kara waren halt da nicht mehr am Leben, oder wie? Aber es gibt ja nur das eine Ende. So, das haben wir angeguckt. Das haben wir gesehen. Ja. Ja. Freunde. 10. November 2038. Wenn Karl das erlebt hätte. Wenn Karl das erlebt hätte, wenn wir hätten Karl retten können. Was wäre dann wohl jetzt passiert? Und Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.